Ja, hallo, ich bin Bianca am Start heute mit einem neuen Video. Und zwar heute gibt's Road to Profi gegen iCrimex. Und zwar, Freunde, hier seht ihr, wir haben uns gerade brandneue Brawl Stars Account erstellt. Max hat neun erstellt und ich habe neun erstellt. Und wir werden gucken, Freunde. Wir werden jetzt, wenn ihr wollt, wir werden daraus eine richtige Serie machen, wer der bessere Spieler in Brawl Stars wird. Ja. Bro, hast du darauf Bock, Max, oder was? Sag ja, ehrlich, safe. Aber Bro, ich glaube, du weißt nicht, dass ich eigentlich Brawl Stars E-Sportler bin. Junge, du hast gar keine Ahnung von Brawl Stars. Sag ich dir ehrlich, Freunde, ihr müsst auf jeden Fall bei Max auch das Video abchecken. Da haben wir ja auch gezockt. Und wir gucken jetzt erstmal. Zeig mal kurz deine Brawler, dass die Leute auch wirklich sehen. Ja, Bro, sehen, das ist doch jetzt ein neuer Account. Was soll ich denn hier zeigen, hä? Die Leute sollen doch auch sehen, dass es ein neuer Account ist. Okay. Ihr seht, wir haben 10 Trophäen, nix. Und wir werden ich heute hab 6 natürlich Trophäen. Ich hab 10, Bro. Ich habe schon mal das erste Game gewonnen. Also kannst du ja gar nicht so gut sein. Ich habe extra schlecht gemacht. Ah, okay. Junge, Leute, wir werden jedenfalls heute gucken, wer erstmal mehr Trophäen spielen kann, also wer besser in Brawl Stars ist. Und wir werden aber, bevor wir das machen, würde ich sagen, Max, wir haben uns ja gerade 2000 Juwelen aufgeladen, dass wir den Battle Pass durchkaufen können, beziehungsweise, dass wir uns die Star Drops holen können. Und aus diesen Star Drops werden wir vielleicht, wenn wir Glück haben, krasse Brawler ziehen. Das heißt, wer Glück hat, hat bessere Brawler, hat dann mehr Chancen, mehr Games zu gewinnen und wird dann das Trophäen-Battle gewinnen. Genau, Bro. Und das ist heute, überleg mal, das ist heute die erste Folge. Es geht immer weiter. Oh, wenn wir dann 450 Trophäen haben, können wir noch die Drops aufmachen. Weißt du, in den nächsten Folgen und so. Also der Account, Leute. Ich, mein Ziel, ich will den Account auf 35.000 Trophäen pushen. Warum 35.000? Oder 100.000 sogar. 100.000. Bro, aber 100, es wird lange 100, dauern. 100.000 geht gar nicht. 100.000 geht gar nicht. Natürlich geht 100.000. Nein, geht nicht, geht nicht. Das wird ja pro Saison immer wieder zurückgesetzt. Ich habe mal gehört, irgendwie der Rekord war 60.000 oder sowas. Von ist egal, ich mach 100.000, ich mach 100.000. So, Bro, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal locker. Wir starten jetzt erstmal mit dem ersten auf, entspannt. Wir machen beide auf, Bro. Unseren ersten Star-Drop. Okay, warte mal. Ich habe hier schon angefangen, nämlich mal hier durchzukaufen. So, dann gehe ich auch mal zum ersten Star-Drop. So, der erste Star-Drop ist bereit. Wir machen gleichzeitig auf. Ich habe direkt super selten. Direkt super selten, bei mir leider nur selten. Ah, okay, dann machen wir direkt 3, auf. 3, 2, 1 und ich Abfahrt. Ich habe schon offen. Das Ding PowerPoint ist... Wobei, PowerPoints sind gut. PowerPoints sind gut gleich fürs Battle. Da kann ich meine Brawler upgraden. Stimmt, wir müssen ja die Brawler auch upgraden. Ja. Weil diesmal geht es ja nicht nur um Star-Drops offen, sondern man muss ja auch seine Brawler übelst krass machen. Mhm. Ich würde sagen, komm, wir machen direkt den nächsten Star-Drop auf. Ich hoffe, dass wir mal hier was Gutes bekommen. Wir haben ja auf jeden Fall einen legendären Star-Drop haben wir eh. Das ist ja das Geile. Oh. Ich habe die dann nur super selten. Leider nur selten. Auch nochmal hier super Powerpunkt zum Upgraden bekommen. Sollen wir mit 5 direkt weitermachen? Ja, ich bin direkt drinne schon selten, selten. Oh, ich habe bis jetzt nur selten. Episch! Junge, ich hatte 2 super selten und jetzt habe ich episch. Alter, hä? Du hackst doch heute schon wieder. Episch könnte jetzt ein Brawler drin sein. Lasst jetzt auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, Freunde, wenn ihr wollt, dass ich hier einen fetten Brawler draus ziehe. Und los geht's. Komm, ey, das ist mir jetzt gerade... Oh, Bro, ich krieg natürlich nur Münzen. Ich krieg natürlich nur Münzen. Mir ist es, ich sag dir, Max, mir ist jetzt natürlich besonders wichtig, dass ich gute Brawler ziehe. Ja, klar, weil natürlich. Auch in den nächsten Folgen ist es jetzt, guck mal, das ist jetzt die entscheidende Folge. Ja. Weißt du, was ich meine? Wer jetzt so einen legendären Brawler zieht, hat ja übelst den Vorteil direkt, ne? Das ist ja. Der hat übelst den Vorteil. Also der ist, also ich denke mal, da wird schwierig sein, dass irgendjemand dagegen einen fighten kann. Ich mach direkt mit dem Siemer weiter hier. Ah, ich bin jetzt schon beim Neuner. Ich warte mal kurz auf dich. Ah, du bist schon beim Neuner. Ich hab noch mein. Ey, Bro, ich hab übelst krasse Star-Drops. Real Rap. Ey, ich hab das jetzt nur selten gehabt. Selbst beim Neuner ist nur selten. Oh mein Gott. Ich hab voll die Müll-Star-Drops. Ich hatte, glaube ich, noch gar keinen seltenen gehabt, oder Leute? Ey, Mann. Das ist mein erster Seltener, den ich gerade habe. Ja, also ich warte hier beim neunten Star-Drop. So. Okay, und die können natürlich auch immer Tipps unten in die Kommentare reinschreiben, weil ich will auf jeden Fall besser werden wie Max, Freunde. Ich brauche sofort der Brawl-Profis. Und ich sag ehrlich, wollen wir auch mal... Ey, wir können uns ja in der nächsten Folge mal so einen Brawl-Stars-Trainer einladen. Boah. Das wäre eigentlich auch heftig. Die Leute können ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob die uns coachen können. So, 11. Die 11, ja, bist du bereit? Ich mache auch gerade auf. Ach, super selten. Nix, aber oh, endlich mal ein super seltenen. Danke. Danke, dass ich mal super selten bekommen jetzt hier. Glückwunsch, ich habe Credits bekommen. Wir gehen rein. Aber man muss ja sagen, jetzt hier für unser Battle, wir brauchen ja wirklich alles an Sachen. Ne? Also es ist ja. Wir brauchen alles, es ist ja, also auch über PowerPoints freue ich mich hier auch, Leute. Und das Gute ist halt, ich habe jetzt schon krassere Sachen wie du bekommen, ne? Bist du jetzt auch bei 13 gerade? Ich habe gerade 15 schon aufgemacht. Okay. Warte, ich komme hinterher hier zu 15, Leute. 15, ja. 15, was ich aber noch nicht so ganz verstanden habe, man kriegt doch, irgendwie sammelt man diese Sammelkarten und manche, also man schaltet ja so manche Brawler so halb frei, weißt du?
Hast du es auch schon ja, so bekommen? Ja, ich glaube, die kriegt man dann später und kann die dann irgendwie upgraden. Ja, ich glaube, man kriegt da so die Sammelkarten oder so. Und, ja. Oh, ich habe wieder nur selten. Ich bin jetzt gerade hier bei ich mache jetzt 17, ja. Oh mein also, Gott, episch, episch. Oh, bitte kein Brawler. Mir bitte haben kein auch Brawler, Leute in die Kommentare bitte. Geschrieben, dass man ab episch kann man Brawler kriegen. Ab episch? Ab episch, ich habe nur bei mythisch immer einen bekommen bisher. Ja. Deswegen, hast du einen gezogen? Ja, nee. Legendär! Warte. Oh mein ich Gott. Ich hab episch. Oh mein Gott. Ich hab episch. Oh okay, lass gleichzeitig aufbauen. Okay. Du hast jetzt 19 und legendär. Ich bin bei 19 legendär. Oh Gott, Leute. Max hat jetzt schon den ersten legendären. Okay. Ja. Seid ihr bereit? 3, 2, 1, go! Let's go! Oh! Ich hab einen Brawler bekommen. Ja. Neuer Brawler. Okay. Episch. Piper. Schützin. Ah! Ich hab einfach einen epischen Brawler gerade gezogen. Bro, warte mal. Das war's für dich, Bro. Oh Gott, ich hab hier alles gerade auseinander gemacht. Leute, ich glaube sogar, Piper ist einer der krassesten Brawler, ne? Das war's für dich, Dani. Warte mal kurz. Piper will einfach nur die örtliche Bäckerei sein. Die Bäckerin sein. Die Kuchen, ja. Kekse und andere süße Leckereien an alle verteilt. Aber spricht sie nie auf ihre Vergangenheit an. Ich sag ehrlich, Piper ist, glaube ich, nicht so ein guter Brawler. Aber manche Leute feiern den. Ich habe nämlich so eine Liste aufgemacht mit guten Brawlern. Ach. Piper ist okay. Ist jetzt okay, der Krasseste. Die Liste würde mich auch mal interessieren. Okay, gut. 21. Ja. Jetzt muss aber... Ich muss auch noch einen legendären... Ja, nur selten. Aber ich sag dir ehrlich, das ist trotzdem epischer Skin. Die wird jetzt schon besser sein als irgendwie so Müllskins. Ja, hundertprozentig, Leute. Das ist ultra crazy. Nein, du glaubst nicht, was ist, Bro. Das glaubt mir keiner. Legendär was? Schon wieder. Ey, willst du mich... Ich hab grad back-to-back... Nee, Junge, so viel! Einmal selten war dazwischen, jetzt wieder legendär. Junge, aber wie geht das? Junge, du hattest nicht mal in den 100 Star-Drop die legendäre. Ey, das ist wirklich geistkrank. Ich hatte noch nie so oft legendäre. Okay, warte, ich hab genau in diesem Moment mythisch. Krass. Bitte, Brawler. 3, 2, 1, go! Brawler! Oh mein! Nein, was hast du? Ich hab nur einen Skin. Ich hab irgendwie so ein Gadget, so eine Hyperladung bekommen, aber für Primo. Ich glaube, das aber auch gut. Es ist, wenn man den Skin spielt, ist es, glaube ich, krass, so eine Hyperladung. Ja, safe. Das Ding ist, Leute, ich hab Bandita Shelly bekommen. Ist ein cooler Skin, aber selten. Ja. Leider nur selten hier wieder. Auch nicht so krass. Junge, dass du da zwei... Das guck mal, ist du hast krank. Insgesamt dann mit dem letzten Star-Drop 3 legendäre Star-Drops. Ja, das ist geisteskrank. Also in 3 Star-Drops hat es 2 legendäre gehabt. Das ist unfassbar. Super selten. Okay, ich mach 27. Okay, warte. Nein, mythisch, Bro, mythisch. Okay, warte, ich mach 29 auf. Ich guck, was ich habe. Okay. Digga, okay, lass gleichzeitig aufmachen. Ich hab's ja nur selten. Aber was hier abgeht. 3, 2, 1, let's go. Wow! Brawler! Nein, ist Skin für diese Piper. Skin. Junge, ich sag was, aber ist cool. Du hast die Piper-Skin gezogen. Piper, Brawler? Ich glaube, ich muss gleich auf Piper gehen. Ich kenne den Skin in Brawler zwar nicht, weiß nicht, was man damit machen kann, ob die gut oder schlecht ist, aber. Ja, super das ist, selten. Bro, ich bin noch 31, komm. Jetzt super muss selten ich aber hier auch mal. Wenigstens, ja, auch nur super selten. Ich sag dir ehrlich, ich will jetzt mindestens. Oh, bitte, Bro, selten. Ich sag bitte mythisch nochmal. Wenigstens einmal mythisch würde mir reichen. Ich hab nochmal mythisch. Oh mein Gott. Hör auf, Mann. Ey, Bro, ich hatte schon zwei mythisch, zwei Lege. Also heute geisteskrank. Ich hab geisteskrankes Glück ehrlich, heute. Du hast irgendwas gemacht, du bist ein Hacker. Ey, du hast irgendwas gemacht. Supercell, Supercell gönnt, Bro. Ich mach die nächste auf 35 okay. erstmal okay. hier. Mach mal nächsten auf, ich warte. Hier. Komm ich okay, mal ich auf. Hab nur, du hast mythisch, okay. 3, 2, 1, let's go. Nein! Was? Das ist nur ein Skin. Schade. Skin. Junge. Das sieht ja immer so aus erstmal, weißt du? Ja, ich meine 37 auf, komm, okay, 37 super selten, und... Ja, super selten. Junge, ich hatte noch nicht einen legendären, checkst du das? Junge, ich hatte nicht einen legendären und Max hatte 2. Ah, nee. Ey, Bro, ich dachte gerade, da aus dem Ding kommt ein Brawler raus, aber das hat sich so, man hat diese Karten gesammelt, ich dachte gerade schon. Super selten. Ich bin jetzt bei 41, ich habe immer noch keinen legendären. Krank. Ey, krank. Das kann doch nicht sein, Leute. Aber du hast ja garantiert einen legendären. Ja, aber das ist doch, Junge, wie kannst du... 3 legendäre Haare. Wieder selten. Nur super selten. Ey, Bro, ich bin gleich durch, Leute. Ich bin gleich durch. Das kann doch nicht sein. So, zack. Junge, zack. Was ist das, Freunde? Ich kaufe jetzt hier gerade mal schnell alles durch. Da müssen wir nämlich gleich nur noch Star-Drops aufmachen. Junge, so. Ich bin jetzt bei 43. Ey, ich gebe gleich auf. Super selten. Nein, Bro, ich.
Bro, ich hatte nicht einen legendären. Ja, Bro. Ich bin durch. Aber hast du schon den letzten legendären? Hast du aber noch nicht. Den machen wir gleichzeitig. Nee, den letzten legendären machen wir zusammen auf. Oh, das kann doch nicht sein, Junge. Das kann doch nicht sein. Ich krieg halt hier aber auch gerade nichts mehr. Ja, Junge, was willst du auch kriegen? Du hast doch alles schon gehabt, Junge. Alter. Und let's go. So, zack, okay. Hast du noch was? Ich krieg was Gutes? Nee, ich bin jetzt auch bei 50. Okay. Warte, okay, Leute, dann sind wir jetzt bei 50. Ich hab hier gerade auch die restlichen Sachen aufgemacht. Ey, Primo und so Tank brauchen wir nicht hier. Okay, so. Ich bin ready. Okay, warte, wir machen jetzt den letzten Star-Drop auf. Ich muss hier noch durchkaufen einmal. Zack, zack, zack. Okay, bist du bereit? Ey, ich bin bereit. Mach drück rauf. Ja, bin ich. Ich bin schon der Ansicht. Die Leute müssen jetzt nochmal liken, ich sag ehrlich. Die Leute liken. Jetzt die Leute liken zu wenig. Freunde, macht euch bereit. 3, 2, 1, let's go! Boah, 1000 Münzen, Digga. Brawler, cringe, Digga. Wieder nur ein Skin für Shelly. Okay. PSG Shelly habe ich bekommen. Aber so Ausbeute. Paris Saint-Germain. Also, Bro, ich hab Piper, ne? Das ist sehr strong. Ich würde sagen, ey, komm, wir holen uns jetzt noch einmal den Brawl Pass. Den Brawl Pass durchkaufen, okay? Weil sonst habe ich ja. Guck mal, ich habe Freunde. Dann musst du die Standard-Skins spielen. Ja, ich habe jetzt hier nur. Jetzt Nita habe ich jetzt nur und El Primo, Bro. Das ist Bluff. Welchen Brawl Pass kaufen wir? Wir holen. Na, den normalen Brawl Pass. Holen wir den für 8 Euro. Rein. Es gibt noch einen mit so einem Chroma-Skin. Für 12 Euro. Nee, wir holen den normalen, gucken mal, was da drin ist, Leute. Ja. Den normalen. Ja, bei mir ist Zahlung erfolgreich. Der Brawl Pass ist gekauft und ich würde sagen, den öffnen wir jetzt auch noch. Bling Points, ja, sehr gut. Ja, ich bin auch schon dabei, mir hier die Sachen zu holen. Ja, ich muss hier auch noch alles holen, die Powerpoints, alles holen hier, bum, bum. Die Frage ist, hat man halt hier, kriegt man hier so garantierte irgendwie Brawler? Ich glaube schon, oder? Oder kriegt man hier nur also so die Frage, die ich mir halt stelle, Bro, kriegen alle die gleichen Brawler oder kriegen, unterschiedliche Brawler? Ich bin mir auch nicht sicher, wie es beim Brawl Pass ist, ob jeder, aber das, warte mal. Dadurch, dass wir hier nochmal diese Karten und sowas kriegen, schalten wir auch Skins frei. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade diesen Checky-Skin freigeschalten. Ah, okay. Also cool. Da hast du vielleicht nochmal Glück, dass du da irgendwie... Das war was Seltenes kriegst quasi. Dass du nochmal ein bisschen, also nicht nur die Standard-Skins, sage ich mal, hast. Ja, okay, Leute. Vielleicht kriegen wir irgendwas Krasses hier. Also bisher kriegen wir natürlich hier viele Blink-Points zum Upgraden. Das Ding ist, ich will ungern mit den Standard-Brawler spielen, ja? Ungern. So, ich habe Jesse bekommen. Super selten ist halt... Ja, Jesse ist, glaube ich, nicht so ein kranker Brawler, Leute. Checky habe ich. Ich habe so. Poco bekommen, ja. Poco ist jetzt auch nicht so der heftigste, Leute. Oh, gratis. Oh, hier ist ein Gratis-Skin. Boah, okay. Der ist auch episch. Angelo, man kriegt Angelo gratis. Ah, ich habe auch gerade Jackie freigeschaltet. Okay. Ich weiß gar nicht, Jackie so gut. Ich glaube, wir kriegen hier wirklich so die gleichen Sachen. Ja, aber das, ich glaube, so Skins und so müsste wahrscheinlich unterschiedlich sein. Das kann... Ja, guck mal, hier, das ist ja hier neue... Achso, nee, das Emote ist gleich. Was ich mich jetzt nur frage, diese... Wie heißt die ich bekommen habe? Diesen epische... Diese Piper oder wie die hieß? Ich weiß gar nicht mehr. Ob die was kann so, weißt du? Oder ob die so Müll ist? Weil ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, wow, Piper ist ein krasser Skin. Ich habe auch noch nicht... Also ich habe es vorhin in den Kommentaren gelesen, dass jemand sich gefreut hat, dass er Piper gezogen hat. Ach. Aber ich weiß halt nicht, ob Piper so krass ist. Guck mal, jetzt kann ich hier zum Beispiel beliebigen Brawler freischalten bis episch, ne? Mhm. Und haben wir da immer die gleichen, oder was? Das weiß ich nicht. Also ich sag dir ehrlich, ich werde überlegen, Leute, welchen Brawler nehmen wir? Okay, also ich bin jetzt durch mit allem. Weil ich muss ja den Brawler gleich auch spielen, weißt du? Ja, also du kannst ja auch die erste Runde erstmal so gucken, ob das gut ist und dann dich entscheiden, ne? Du musst ja nicht direkt... deine Entscheidung fällen. Ich überlege, Leute, ich muss jetzt wirklich aber hier einen guten Brawler auswählen. Ich mache jetzt Piper, mal ausprobieren. Ich probiere diese Piper jetzt mal aus. Ich mach mal hier Trainingsplatz. Warum hatte ich ja letztens... Oh Gott, das ist schwierig, Leute, das ist schwierig. Welchen Brawler soll ich nehmen? Ich muss mal hier gucken hier. Leon, Search, aber das ist hier auch. Oh mein Gott, Piper Müll, sage ich jetzt schon. Piper wirklich Müll oder was? Bro, die hat so wie so eine Sniper, weißt du? Das ist so, die hat so eine ganz kleine Range nur. Das ist so ein ganz dünner Strich, wo man nur irgendwas treffen kann. Ich weiß halt nicht, ob Angelo gut ist. Weißt du mal, Ember soll ganz gut sein. Angelo, Leute. Ich muss jetzt eine gute Wahl treffen, weil wir jetzt natürlich gleich gegen Max zocken. Da sollte ich natürlich ein bisschen besseren, am besten einen besseren Brawler haben. Piper ich leider sag Müll. Dir ehrlich, ich nehme... Boah, hier ist kein ultra krasser Brawler. Ich sag ehrlich, Leute, hier ist kein... Ich glaube, ich weiß, was ich Grom letztes Mal gehabt. Ich fand Grom eigentlich ganz gut. So, ich weiß hier schon, was ich nehme und den werde ich jetzt hier erstmal voll upgraden. Ich werde dir nicht sagen, auf welchen Skin ich gehen werde. Ich habe davon sehr viel Gutes gehört. Ihr seht es ja jetzt gerade. Ich glaube, Angelo ist krass, Leute. Das ist ein schöner Schütze, Leute. Da kann man, ich glaube, bei Angelo kann man nicht so viel falsch machen. Er ist ein solider Brawler. Ist jetzt nicht der heftigste, weißt du, warum ich glaube, dass Angelo nicht krass ist? Ich kenne ihn nicht, aber warum? Ich glaube, er ist nicht krass, weil man ihn gratis bekommt.
was ist gut im Leben, was du gratis bekommst? Ja, Brock ist halt, ja, aber er ist halt trotzdem epischer Brawler, ne? Das musst du auch nicht vergessen. Ja. Er ist ein epischer Brawler und ich habe mal eine Liste gesehen, Freunde, dass er gar nicht so schlecht sein soll. Bro, komm, dann war auch hier. So, Bo ist auch nochmal. Also ist auf jeden Fall besser als die Standard-Brawler, schätze ich mal, weißt du? Das kann sein. Nicht so falsch machen. So, ich habe jetzt auch gleich hier alles eingelöst. Boah, okay, ich habe einen Brawler, für den ich mich jetzt hier entschieden habe, für das Battle, habe ich jetzt hier full geupgradet. Full. Ich hab's jetzt genommen. Ich weiß nicht, ob ich dir das verraten soll. Ja, sag mal bitte. Kann ich dir nicht sagen, Bro. Wie bei Tycoon immer. Kann ich dir nicht sagen. Ja, aber ich kenne mich ja eh nicht so gut aus. Komm, sag mal. Ich habe jetzt der Nita hier genommen. Oder Nita. Weil ich sag mal, ist aber ein solider Brawler. In der Brawl Stars Szene habe ich auch schon öfter mal Nita immer gehört. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, kann ich nicht sagen. Aber ich glaube, der wird gern gespielt. Also das Ding ist, jetzt kommt es halt drauf an, wer halt mehr gewinnt. Ne? So, warte, ich nehme jetzt hier noch alles mit hier. Zack. Hey, warte mal, ich habe hier noch einen legendären Drop oder was? Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, Leute, los. Hier haben wir nochmal einen Skin bekommen. So, zack, Leute. Und ich habe jetzt alles. Jetzt werde ich meinen Brawler auswählen und ich werde mich für Angelo entscheiden und werde Angelo auch komplett upgraden. Okay. So. Also, ich finde, Angelo sieht schon echt crazy aus. Ich habe jetzt das neue Gadget freigeschaltet bei ihm. Und dann würde ich sagen, gehen wir. Boah, Leute, wir müssen hier einfach komplett. Was sagen wir, Zeitlimit? Hier. Wie viel Zeit haben wir zum Reingrinden? Ja, ich würde sagen, wir machen. Warte mal, ich muss hier erstmal. Ich würde sagen, wir machen 15 Minuten, oder? Ja, wie du willst. 15 Minuten, Leute. Aber dann mit Timer. Mit Timer 15 Minuten. Mit Timer safe. So. Ich glaube, jetzt hier alles frei, Leute. Stell mir einen Timer. Sag, wenn es losgeht. Ja, warte. Ich muss jetzt hier die ganzen Gadgets noch reinmachen, weil sonst ist es unfair. So, oh ja, Leute. Guck mal hier. Jetzt haben wir hier noch einen Heilungsbonus. Ich hoffe, es ist alles so gut ausgewählt, Leute. Also du bist gerade bei 10 Trophäen, ne? Dass wir wissen. Oh, guck mal, ich hab den jetzt gerade wirklich hier. Full upgraded. Ich hab den full upgraded. Warte mal, was hab ich denn das Dings? Also ich habe jetzt full upgraded. Ich glaube, das ist so ganz gut, Freunde. Ich würde sagen, wir wählen ihn jetzt auch aus. Und wir starten jetzt, Max. Ich werde mich muten. Okay. Ich habe 10 Trophäen, du hast 6, weil du das erste Game reingechoked hast. Ja. Bist selber schuld. Okay. Wir haben jetzt 15 Minuten Zeit. Ich gucke jetzt hier, gut. Ich mache jetzt hier den Timer an. Warte mal, Freunde, ich mache jetzt hier den Timer an. So, Timer läuft, Bro. Es geht jetzt los. Okay, let's 15 go, let's Minuten, go, let's go. Wer mehr Trophäen macht. Okay, Freunde, wir haben ja schon ein bisschen Brawl Stars gespielt. Ich habe ja jetzt ungefähr schon die Mechanics drauf. Ich bin jetzt natürlich nicht wahrscheinlich der Ultra-Pro, Leute. Aber wir müssen jetzt definitiv mehr Games gewinnen, wie Max gewinnt, dass wir hier unseren Account natürlich gut hochbringen. Und ich will natürlich im Allgemeinen den Account extrem heftige Trophäen pushen. Okay, da ist direkt einer. Okay, wir haben ihn getroffen. So. Okay. Oh Gott, der macht gut Damage, Leute. Okay, ich werde mal hier ein bisschen zurückgehen. Wir müssen mal uns hier ein bisschen. Aber was ist das hier für eine Fähigkeit, Leute? Ist das hier irgendwie so eine Ultra-Damage-Fähigkeit mit? Ja, das ist natürlich ein bisschen mehr Leben wie wir hier. Aber ich finde Angelo eigentlich gar nicht so krass irgendwie, Leute. Ich sage euch ehrlich. Also, wenn ich jetzt überlege so. Oh Gott, Bro. Junge, hä? Wie macht der so viel Schaden, Leute? Ey. Bro, erstes Game übelst verloren. Hä? Junge, Freunde, wir haben nur, Junge, 2 Trophäen. Ich hatte ja letztes Mal Grom gespielt und ich fand Grom irgendwie 1000-mal besser, ne? Weil ich finde, der macht auch gar nicht so viel Damage, Leute. Also, Bro, also entweder habe ich gerade was falsch gemacht, wir werden nochmal reingehen. Ich hoffe, dass es jetzt besser läuft, weil das war auch das erste Game gerade. Vielleicht muss ich mir auch erstmal ein bisschen warm zocken. Er muss auf jeden Fall besser werden. Also Leute, ich habe jetzt gerade mal geguckt, Angelo ist eigentlich gar nicht so ein schlechter Brawler. Es gibt hier quasi so eine Übersicht, wo man halt quasi sieht, wie viele Leute Angelo spielen, wie oft Angelo der Char quasi so gewinnt. Und es gibt eigentlich echt viele, die den auch spielen. So, wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, stell die Lebenspunkte mit. Oh Gott. Bro. Ich werde halt von 2 Leuten angegriffen! Okay, Freunde, Timer läuft. Es geht los, Freunde. Okay, wir sind drin. Ich habe hier auf Nita gesetzt, der Nita. Oh mein Gott, wir müssen jetzt so viel Wins wie möglich holen. Am besten auch Winstreaks sind ja auch immer gut, weil wenn man eine Winstreak hat. Oh mein Gott, macht der Schaden. Wenn man auf Winstreak ist, kriegt man ja diese Bonus-Trophäen. Oh mein Gott, ich habe sehr, sehr dicken Schaden gekriegt. Ich muss aufpassen. Aber meine Ultimate ist auch schon ready, das ist ein Vorteil. Oh. Zack. Dicke Hits, down.
Weiter, weiter. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Okay, jetzt geben wir uns hier nämlich noch ein paar. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Die machen aber hier auf Tryhard. Die machen auf Tryhard-Basis. Au, 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 au. Ich muss meinen Bären spawnen. Bam! Down! Der Bär hat mich gerettet. Der Bär hat mich gerettet. Zack, Outblade. Outblade. Erster Win, Leute. Nita. Baba-mäßiger Skin. Baba-mäßiger Brawler, Leute. Nita. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Okay, erster Win. Ersten 10 Kronen sind drin, Leute. So kann es weitergehen. Wir gehen direkt wieder rein. Stani, ich sag ehrlich, ich sehe da für Stani keine Chance. Keine Chance, Leute. Keine Chance. Keine Chance. Wir machen hier. Wir gehen hier voll rein. Wir gehen hier voll rein. Das war's. Das war's für ihn. Das war's für ihn gewesen. So, zack. Au. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die machen hier aber auch schon echt dicken Schaden, Leute. Da sind hier keine Bots, gegen die wir spielen. Müssen wir schon hier ein bisschen aufpassen. Au, au, au. Oh mein Gott, wir sind voll im Fokus. Wir sind voll im Fokus. Ah, ich habe die Power-Ups nicht gekriegt. Der hat sich die Power-Ups geholt hier. Oh mein Gott, der kann so weit seine Flaschen da werfen, Leute. Der kann richtig auf Range gehen. Alter, der ist richtig gut hier, der Typ. Ja, bringt ihm aber nichts. Bringt ihm nichts. Hat gerade kassiert. Jetzt, zack, broke. Zack, mein Bär. Mein Bär hat geregelt. Leute, ich liebe diesen Bär. Der Bär ist echt strong. Okay, okay. Showdown, Showdown. Oh mein Gott, Win! Nächster Win! Alter, okay, Zweier-Streak. Sehr, sehr wichtig. Alter. Okay, Leute, kronenmäßig werden wir Stani auf jeden Fall auseinandernehmen. Bro, bei mir läuft's richtig strong. Also, bei mir läuft's wirklich Katastrophe, Bro. Ich wurde gerade von so vielen Leuten wieder gepusht und so. Aber weißt du, was mir auch auffällt? Wir haben hier richtig krasse Gegner schon. Das ist gar nicht so botmäßig oder so. Ja, ich check's auch nicht, Bro. Ich glaube, das ist, weil wir unseren Brawler so geupgradet haben. Ah, das könnte sein. Aber wir haben doch letztes Mal auch den Brawler geupgradet, Bro. Weil ich dachte mir auch gerade, ich werde hier auch so übelst gefokust von den Leuten. Ja, ja, Bro. Aber bei mir läuft es trotzdem gut, weil ich bin Profi. So, Big Damage hier, Leute. Big Damage, also Big Damage. Ich sag mal so, ich bin auf Streak. Ich bin auf Streak, Digga. Bro, der macht so viel. Also manche... Bro, ich bin... Ich kann nichts machen, Bro. Die sind nur am Campen, Junge. Ich bin... Ey, ich check gerade... Du musst taktisch ja, spielen. Ey, Junge, das... Letztes Mal, Freunde, ich habe letztes Mal auch gespielt. Ich sag euch ehrlich, ich war so viel besser gewesen. Jetzt ja, auf einmal... Bots waren... Nein, das waren keine Bots. Du kannst nur gegen Bots spielen. Junge, was redest du? Aber ist egal, ja. wenn ich vielleicht... machst du Solo? Du machst auch Solo-Showdown, oder? Ja, Solo-Showdown, ja. Ja, ich glaube, ich muss mehr campen, Bro, Leute. Oh mein Gott, noch ein Kill. Oh mein Gott. Ich glaube, ich muss echt mehr campen. Oh. Muss mehr campen, Leute. Hab ich ihn gerade fertig gemacht. Also ich muss auch sagen, meine Taktik ist auch so ein bisschen, mal die abzufangen aus dem Busch. Bro, ich bin direkt wieder down, Leute. Ich bin direkt... Junge, der eine spielt irgend so einen Brawler, Bro. Er wirft die ganze... Ich kann gegen den nichts machen, Bro. Win. ich sag dir ehrlich, ich hab noch nicht mal einen Kill gemacht. Ich hab noch nicht mal einen... Das ist wirklich peinlich, Leute. Es ist wirklich... Wenn ich teste mal, weil ich kann mir wirklich vorstellen, dass daran liegt, weil wir unsere Brawler so krass geupgradet haben, dass wir stärkere Gegner haben. Wenn nicht, nehmen wir vielleicht mal einen Noob-Brawler. Aber deiner ist auch komplett geupgradet, oder nicht? Ja, aber ich bin halt auch gut, Bro. Ja, was redest du, Bro? Ich bin halt im Gegensatz zu dir fighten hier, Leute? Bro, das Problem ist, was ich sehe auch. Okay, der ist weg, Leute. Der ist weg. Okay. Also ich spiele wirklich strong. Erster Kill jetzt. Guck mal, jetzt hier fange ich die ab. Die wissen wieder gar nicht, was abgeht jetzt hier. Zack, zack, zack. Power. Holst du dir auch immer diese Power-Ups aus den Dingen? Ja, ja, klar, Bro. Klar. Das ist ganz wichtig. Ja, der eine pusht mich hier. Guckt euch das an. Ich kann nichts machen, Leute. Der eine pusht mich hier ohne Ende. So, jetzt muss ich hier aber... Oh Gott. Ich muss wirklich nur... Also, Angelo, ich bin nur am Wegrennen mit Angelo. Okay, jetzt. Bro, Big, Leute. Manche haben hier aber auch so eine Range, Digga. Nehme ich auch. So, oh Gott, aber jetzt geht's gerade. Oh Gott, ich bin gerade hier auf so einen Tank, Bro. Oh Gott, rauf. Ich bin Solo-Showdown. Oh, Bro, oh der Gott. Der letzte ist krass. Jetzt läuft's aber auch gerade oh bei mir. Oh mein Gott, nein. Der letzte ist ein übelster Schwitzer. Oh mein Gott, nein. Ich muss ihn aber irgendwie holen, Leute. Ich weiß noch nicht, wie ich das... Der kann halt auf krassere Range als ich gehen. Bro, der... Der hat mich gerade ge-one-shottet. Hat der Ultimate gedrückt? Ja, es könnte sein. Gut, nice, Bro. Nice. Also ich bin jetzt schon, ich sag dir mal kurz, wie viele Trophäen ich habe. Ich habe jetzt schon 15. Okay. Wie fährst du? Mehr oder was? Kann ich dir nicht sagen, Bro. Oh Gott, Leute. Okay, wir gehen weiter rein. Wir machen jetzt weiter hier unsere Runde hier. Aber ich bin jetzt, glaube ich, ein bisschen besser reingekommen. Ich muss, glaube ich, echt ein bisschen mehr defensiver spielen. Aber ich weiß immer noch nicht, ob wir die richtige Brawler-Entscheidung getroffen haben. Ich weiß jetzt auch nicht, was diese Fähigkeit hier so... Also, was diese Fähigkeit mir bringt, Leute. Okay, hier, Bro. Okay, Big Damage. Guck mal, der macht 2000 Damage, Bro. Wie geht das? So, Big Damage. Bro, wo kommt denn dieser Damage her, Bro? 2000, Leute. Vielleicht sollte ich die echt so aus dem Busch angreifen. Okay, rein da. Er ist down. Beide down.
Okay, Big Leben hier nochmal. Gut, Freunde, das war gar nicht so schlecht. Vielleicht muss ich echt weiter hier so aus dem Busch angreifen. Okay, da hinten kommt einer. Ich nehme mir nochmal die Kiste mit schnell. Ich finde, ich mache voll wenig Damage, Bro. Ich sag's ehrlich, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, okay, da kommt der, da kommt der. Schnell weg, wir müssen weg, Leute. Ja, er macht jetzt die Kiste kaputt, holt sich nochmal Leben, Bro, wie viel Leben er hat. Okay, ich muss Ulti einsetzen. Ulti, 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 Ulti. Und weg ist er, Leute. Wichtig. Okay, das könnte sogar sein, dass wir jetzt safe den Win holen. Okay, 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 okay. Big Damage, Big Damage, Big Damage. Big Damage, Big Damage, Big Damage, Big Damage. Ich muss weg, ich muss weg, Leute. Oh Gott, Ulti, Ulti, Ulti. Ulti, Ulti, Ulti. Und wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Oh mein Gott. Wieder gewonnen, Leute. Zweier Winstreak. Nochmal 10 Trophäen hier. Oben auf meinen Nacken rauf. Wir müssen mal kurz auf den Timer gucken. Okay, 7 Minuten sind schon vorbei. Wir haben schon hier gut was geschafft. Boah, sehr gut. 23. Also ich hoffe nicht, dass Max besser ist. Ich glaube, Max ist schon sehr, sehr gut. Aber ich werde warm. Ich werde warm. Ich sag ehrlich, 2er Winstreak nur. Mehr rede ich nicht. Mehr rede ich nicht. Oh mein Gott, Bro. 2er Winstreak nur. Das sieht nicht gut für dich aus, Max. Es sieht nicht gut aus. Also, Leute, das wird ein bisschen eklig für Max werden. Das wird sehr, sehr eklig. So. Okay. Schnell hier rein, Leute. Zack, zack, zack. Oh, 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 oh. Ich muss hier das Ding kaputt machen. Komm. Ich weiß halt auch gar nicht, was meine Superfähigkeit da ist, Leute. Okay, Bro. Okay, da muss ich aufpassen. Junge, er hat mich gleich, er hat mich gleich, er hat mich gleich, er hat mich gleich. Oh mein Gott, ich bin so one. Ich bin so one. Was ist das für eine Fähigkeit, Leute? Ich muss mir echt nochmal... Ach, ich glaube, da geht der Schuss durch. Oh, Bro, okay, der ist schlecht, Leute. Ich muss auch... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bro, er macht halt Big Damage. Der macht halt echt Big Damage. Ah, Bro, ich glaube, die Fähigkeit... Da gehen die Schüsse durch die Wand, Bro. Das ist ja übelst OP eigentlich, wenn ich so überlege. Komm her hier, Bro, komm her hier. Komm, der ist weg, der ist weg, der ist weg. Okay, ich hab Ult. Ich hab Ulti, Leute. Oh, der ist auch weg. Okay, Showdown 1 gegen 1, Leute. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh mein Gott, wir holen ihn, wir holen ihn. Oh Gott, der hat 4 Leben, Leute. Der hat 4 Leben. Oh Gott, ich hole ihn aber. Ich hole ihn. Er haut ab, er hat Angst, er hat Angst. Komm her. Oh, das ist doch, glaube ich, ein Tank, Leute. Okay, 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 warte. Jetzt haben wir ihn, jetzt haben wir ihn, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Nein, er hat ganz knapp überlebt. Oh mein Gott. Hey, es war aber schon gar nicht so schlecht. Okay, wir haben jetzt, okay, durch Siegesserie kriegt man auch noch quasi extra Trophäen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, also ich sag ehrlich, ich komme jetzt besser rein. Ich komme jetzt deutlich besser rein. Viele werden wahrscheinlich noch lachen, dass ich nicht ganz so gut bin. Aber Leute, ich versuche ja auch Profi zu werden. Also ich probiere jetzt mit euch gemeinsam, mit euren Tipps, richtig gut in Brawl Stars zu werden. Und ich glaube, das könnten wir sogar hinkriegen. Und ich habe jetzt auch ein bisschen mehr hier die Dings gecheckt, Leute. Okay, der ist weg, der ist weg. Ja, easy, der ist weg. Der ist weg. Hier haben wir nochmal schnell Lebenspunkte. Boom. Hier auch nochmal Lebenspunkte. Zweier direkt, ein bisschen mehr Leben obendrauf. Zack, die Kisten müssen wir mitnehmen hier. Kisten immer gut. So, oh Gott, guck mal hier, Leute, die Kisten sind schon low. Ich finde halt, Angelo macht übelst wenig Damage, ne? Also, ich finde, der könnte ein bisschen mehr Damage vertragen. Aber gut, ich glaube, man muss halt so ein bisschen auf Distanz auch bleiben hier. Oh Gott, da kommt einer. Okay, der ist da hinten wieder so ein Tank, Leute. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der eine hat mich wieder direkt gehittet hier. So, weg mit dem. Danke, Bro. Junge, Bro, wie, was soll ich... Was ist das für einer? Leute, was ist das für einer? Junge, der haut mich. Ich glaube, wir sind immer noch Siegesserie, ne? Also, wir haben hier immer noch eine Siegesserie. Gewinne jeden Tag Drops, Leute. Kriegen wir jetzt noch einen Drop oder was? Warte mal. Ich glaube, warte mal. Ich muss mir mal kurz nochmal die Fähigkeiten hier durchlesen. Wir haben hier einmal geschossen. Der nächste Brüder durchdringt die Umgebung. Okay. Mehr Lebenspunkte durch unsere Superfähigkeit. Ich glaube, mit Angelo ist wirklich so, ich muss mehr durch Büsche spielen. Also ich muss mehr viel, viel größere Undercover spielen und muss mich wirklich mehr durch Büsche bewegen, dass ich dadurch halt einen besseren Vorteil habe. Wir haben... Okay, er hat schon wieder gemutet. Er hat schon wieder gemutet. Also bei uns läuft sehr gut. Also wir sind auf maximaler Streak. Mehr Wins kann man... Also man hätte natürlich die Runden noch schneller beenden können, vielleicht. Aber an sich besser geht's nicht. Besser geht's nicht als jetzt gerade. Mehr als eine Winstreak, mehr Trophäen kann man nicht einsammeln. Ich bin geisteskrank unterwegs hier gerade. Mein Power-Up, danke. Danke, Bro, danke, Bro, danke, Bro.
So, komm, wir gehen uns mal ein paar Power-Ups snacken, Leute. Hier, zack, zack, zack und zack, zack. Alter, Leute, wie ich die aber auch outplay, ne? Wie ich die aber auch outplay hier. Danke, Bro, für den Kill. Danke für die Power-Ups. Die wissen auch wieder gar nicht, wo vorne und hinten ist hier. Oh, 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 ich bin aber gleich down. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh mein Gott, nein. Nein, Leute, okay. Jetzt, ich war gerade zu übermütig, ich gebe es zu. Jetzt war ich gerade zu übermütig gewesen. Nein, das hat mir meine Streak kaputt gemacht. Ärgerlich, ärgerlich. Wenn man die Streak verliert, dann kriegt man natürlich weniger. Oh, Leute, haben wir einen Überraschungsdrop hier bekommen, oder was? Egal, weiter. Also, wir sind auf 56 Kronen. Wir haben schon einen dicken, dicken Vorsprung zu Stani. Wenn ich jetzt nicht hier komplett reinchoke, dann sollten wir eigentlich das Ding heute hier gewinnen, sage ich, wie es ist. Oh mein Gott, dieser Brock hat aber auch eine Ray. Leute, hat der mich gedrückt. Oh mein Gott, hat der mich gedrückt. Oh mein Gott, hat der mich gedrückt, Leute. So, taktisch hier einmal kurz den taktischen Bär platziert, dass er mich ein bisschen hier tankt. Zack. Oh mein Gott, habe ich die hier gerade aber abgegriffen. Ich habe die ja hier gerade absolut hops genommen. Gehört uns, Leute. Unser Win, unsere Round, unsere Round, unsere Round. Wichtig, Leute. Win Gold. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, Freunde. Da kommt Stani nicht hinterher. Da kommt Stani nicht hinterher. So, hier nochmal einen kleinen Star-Drop auf nebenbei, auf Lock. Star-Drop auf Lock, Leute. Was sagt die Zeit noch? 6 Minuten 30. 6 Minuten 30, okay. Komm, Star-Drop. Wir haben eigentlich keine Zeit, um Star-Drops zu machen. Wir gehen direkt wieder in die Runde rein. Also ich glaube noch so ein Win oder so. Ich glaube, dann sind wir safe. Dann kommt Stani, glaube ich, nicht mehr an uns ran. Dann ist hier Ende im Gelände. Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist finito. Oh, oh mein Gott. Lass. Bro, das ist mein Power-Up, du... Kleiner Ekliger. Du Ekliger wolltest mir einen Power-Up klauen. Alter, das war knapp. Aber wir haben uns den Power-Up zum Glück geholt. Oh mein Gott, wir sind Struggle. Wir sind am Struggeln. Da kommt El Primo, will Ärger machen. Oh mein Gott, der El Primo hat 12.000 Leben. Ciao. Muss los, Bro. Muss los. Ich muss jetzt gucken, dass ich irgendwie so ein bisschen absnacken kann. Okay, einfach random Bär platziert. Warum? Bei dem El Primo muss man aufpassen, dass man den nicht an sich ranlässt. Zack, weg. Danke für den Kill, Bro. Showdown, Solo-Showdown. Boah, Leute, wird das hier unser nächster Win? Wird das hier unser nächster Win? Oh, 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 der geht direkt drauf, der geht direkt hier drauf. Oh, das ist auch Nita-Skin, auch Nita-Skin. Der hat auch absolut weak, leider. Bam, Win! Win, Leute, let's go! Let's go, let's go, let's go. Was sagt die Zeit? Noch 4 Minuten 30, okay. Ey, also da kommt Stani nicht ran. Da, safe nicht, safe nicht, safe nicht. Safe nicht, safe nicht, safe nicht. Bin auf so einer Streak, Leute. Wir gehen uns jetzt erstmal schön Power-Ups hier holen. Saftig, knaftige. Oh, da kommt direkt der Nächste. So, sehr, sehr wichtig. Wir haben uns erstmal hier ein bisschen vollgetankt. Erstmal ein bisschen aufgeladen. Zack, Win, danke, easy kill. Easy kill. Taktisch, wir haben sehr taktisch den Bär platziert, so hinter der, dass sie gar nicht abhauen konnte. Dankeschön, danke, danke, danke. Oh mein Gott, die machen hier Tank-Battle. Tank-Battle vom Allerfeinsten. Jetzt noch 12 Minuten. Geh drauf, oh. Geh drauf, geh drauf. Okay, Max, wir haben jetzt gleich... Oh mein Gott, strong, strong, Dings strong, hier. Strong, strong, strong. Digga, ich sag ehrlich, für dich ist Ende. Für dich ist Ende, Stani. Na, wirklich? Hast du so krasse Winstreak, oder was? Ich habe wirklich krasse Winstreak. Zack, hier, nächster. Easy win, zack, nächster Win. Für dich ist Ende, Stani. Was sagt die Zeit? 2 Minuten 30? Ja, ja, ja. Ein Ründchen könnte noch gehen. Aber... Ich sag nur so, Stani, willst du wissen, auf welcher Serie ich bin? Sag mal. Ich bin auf 6er Winstreak. Was? Ich bin auf 6er Winstreak, Bro. Bro, ich sag dir ehrlich, Angelo ist starker Char. Aber, Bro, man muss, also, ey, ich finde, er macht zu wenig Damage. Das ist so ein Brawler, der eher so undercover spielt, weißt du? Ich habe jetzt 3er Winstreak. Also, ich glaube, ich mache jetzt noch ein Game. Ist jetzt, glaube ich, noch drin, Bro, für uns beide. Lass jetzt das letzte Game machen, also wenn du jetzt ja, ja, bist. Ja, ja, danach sehen. Letztes Game. Also, ich hatte letztes Mal einen besseren Brawler gehabt. Ich sag, Angelo gefällt mir nicht. Obwohl ich hier so eine Statistik aufgemacht habe, dass er angeblich eine gute Winstreak hat und so. Aha. Gefällt ja, er ich mir dachte nicht. Mir das schon, weil er gratis ist, Digga. Ich dachte mir das. Ja, aber was heißt gratis, Bro? Ja, du hast halt. Ja, Bro, du hast ihn doch gratis irgendwie. Ja, aber du hast auch nur gratis Brawler, Bro. Ja, gut, stimmt auch wieder. Ist ja. Ein Argument. Aber ich, da wusste ich halt, also bei, ich muss sagen, Nita-Skin. Ja. Der Brawler, geisteskrank, Bro. Ja, ja, Bro, Nita-Skin ist auch, glaube ich... Mit Nita komme ich richtig krass klar, da kann man ja, Bro, ich voll wieder, Taktik. Junge, ich bin wieder weg, ich bin wieder weg, ich bin wieder weg. Also, Angelo, werde ich nie wieder spielen, Leute, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare rein. Komm mal jetzt raus und dann gucken wir, wer mehr ja, Bro, ich, warte, Showdown, Showdown, Showdown. Okay, Showdown. Okay, Leute, wir gucken jetzt, also, Bro, es... Ja, zack, nicht. Win, easy. Okay, und, oh mein Gott, Bro, bist du bereit für die... Kronen. Ich bin bereit, Trophäen. Bro. Ja, sag. Oh, nochmal ein Star-Drop hier auf Schnack mitgenommen. Auf Lock. Ey, ich werde so verloren haben, Leute. Epischer Star-Drop.
Ich werde so verloren haben. Okay, sag deinen Punktestand, dann sage ich meinen. 57. Gut. Okay. Ich bin bei 113. Leute, ist meine Brawl Stars-Karriere vorbei oder gibt es da irgendwelche Leute, die mich ein bisschen supporten? Lasst ein Like und ein Abo da. Checkt Max ab, Leute, da machen wir auch Brawl Stars. Das war's gewesen. Tschüss. Mach's gut, Leute. Ciao.